Syntastische Freunde und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und heute eröffnet der Toys R Us endlich in unserer Stadt in Minecraft. Und wenn dir das gefällt, lass jetzt bitte ein Like da und ein kostenloses Abo, um die Hashtag Syntabi beizutreten, um einer meiner besten Freunde zu werden. Einfach jetzt kostenlos abonnieren und ganz viel Spaß, mein Bester. Hey, da bist du ja wieder. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute steht was ganz Großes an. Und zwar beginnt heute, eröffnet heute der Toys R Us in unserer Stadt. Und schreib mal gerne in die Kommentare oder lass ein Like da. Wenn du Toys R Us magst, schreib Hashtag ja oder lass ein Like da. Eins von beiden. Würde mich mega freuen. Ich liebe Toys R Us. Da gibt es immer so viele Sachen. Stimmt's? Aber bevor ich zu Toys R Us gehen kann, muss ich mir erstmal ein bisschen Geld erarbeiten, Freunde. Weil sonst kann ich mir da ja nichts kaufen. Deswegen muss ich heute ein bisschen Holz hacken gehen vorher. Und danach gehen wir zu Toys R Us. Wisst ihr warum? Erst ein bisschen Holz hacken. Das verkaufe ich dann auf dem Markt später. Dann hoffen wir, dass es sich jemand schnell kauft. Dass ich schnell Geld bekomme. Und dann können wir uns auch bei Toys R Us ein paar neue Spielsachen holen. Da gibt es bestimmt richtig coole Sachen. Vielleicht, was weiß ich, ein Fußball, ein Tennisschläger. Wisst ihr, was ich meine? Sowas in die Richtung. Das wäre mega super duper. So. Perfekt. Und was war denn noch cool? Wir bräuchten jetzt eigentlich eine Axt, dass wir hier schnell das machen können. Und, oh, Entschuldigung, Alina, da wollte ich nicht hin. So. Eine Axt wäre cool. Allgemein, unser Zimmer, wer es nicht gesehen hat, die letzte Folge, da haben wir ein bisschen das Zimmer aufbereitet. Es tut mir leid, wenn die Reihenfolge ein bisschen anders ist, denn ich bin gerade viel am Vorproduzieren, denn ich bin auf der Gamescom. Wer es nicht weiß, weil ich habe das, ist das Video schon nach der Gamescom gewesen, keine Ahnung. Ich muss irgendwie 16 Videos vorher aufnehmen, liegt daran, Freunde, da ich danach noch in den Urlaub gehe. Das heißt, ich muss 16 Videos vorproduzieren. Also ich bin wirklich komplett jeden Tag, den ich jede freie Minute am Aufnehmen gerade. Es tut mir leid. Deswegen, wenn die Reihenfolge von den Videos mal ein bisschen unterschiedlich ist, hoffe ich, dass ihr mir das verzeihen könnt. Und haben wir es gerade in die Tür gebackt? Ich dachte gerade schon. Wie gesagt, ein bisschen könnt ihr das verzeihen, hoffentlich, dass da vielleicht die Reihenfolge manchmal ein bisschen anders ist, dass zum Beispiel in der letzten Folge es noch nicht da war. Aber ich möchte es auch mal gesagt haben, weil ich halt eben den ganzen Tag Videos aufnehme schon für euch, dass ihr wirklich jeden Tag weiterhin auch ein syntastisches Video zu sehen habt. So, und jetzt geht es erstmal weiter hier. Ich glaube, so ein Stackholz, dann bekommen wir gut Geld dafür und können das natürlich verkaufen. So. Und da, Mann, das war ärgerlich jetzt. So, perfekt. So, ich glaube, so ein Stackholz und dann können wir los. Dann können wir, glaube ich, zu Toys R Us gehen, Freunde. Ich hoffe, ihr freut euch auch so wie ich, dass Toys R Us bald eröffnet. Hier nach langen Wartezeiten macht er endlich auf der Toys R Us. So, Holz, du kommst auch weg. So, und den Baum haben wir schon. Okay, 14, es geht echt richtig, richtig schnell, muss ich sagen. So, Holz, 1, 2, 3, 4. Vielleicht geht hier auch noch Alina oder Marvin mit, in McDonald's. Das wäre auch cool, wenn McDonald's hier aufmacht in den Toys R Us. Das hätte doch was, Freunde. Das hätte was. So. Okay. Moment, Moment, Moment. Hier, einen halben Stack haben wir schon mal. Also es läuft echt besser als gedacht, meine Freunde. Meine Best, meine Synthies. Oder wollt ihr, dass ich euch Synthe-Army oder Syntonenten nenne? Oder beides? Also die Synthe-Army und in der Synthe-Army sind Syntonenten. Das wäre doch cool, oder? Also es gibt die Synthe-Army und die besteht aus Syntonenten. Das klingt doch cool, jo. So, hier erst geht's mal weiter. Bisschen Leaves noch abbauen, herrlich. So, komm. Perfekt. Ist hier nochmal ein Ding oder sowas gekommen? Nee, leider nicht. Denn es ist ja immer wichtig, Freunde, nachzupflanzen hier. So, perfekt. Den haben wir auch, den Baum abgehackt. Herrlich, herrlich. Super duper fresh. Oh, nice. So, 50 haben wir gleich auch. Und bei 64 natürlich. Oh Gott, bin ich gerade wieder schusselig. Ihr merkt einfach, dass ich so aufgeregt bin. Und hier ist noch ein Sapling. Immer wieder nachpflanzen, Freunde. Das ist wirklich wichtig. So habt ihr unendlich Holz irgendwann, wenn ihr immer wieder nachpflanzt. So, perfekt. 63, noch 10 Holzteile. Dann haben wir es geschafft, noch 10 Stämme. Oh, da können wir gar nicht hoch. Der ist ja ein Riesenbaum gewesen hier. Noch, der geht noch höher. Oh mein Gott. So, jetzt aber 57, 58, 59 und direkt nachpflanzen, Freunde. Das war ein guter Baum. Da müssen wir direkt nachpflanzen. So, perfekt. So, perfekto, perfekto, perfekto.
Und es fängt an zu regnen. Och nein. Es soll aber nicht den Tag hier heute vermiesen, Freunde. Deswegen bleiben wir einfach beim Regen und gehen trotzdem in den Toys R Us. Oh mein Gott, dieser Regen ist echt stark. Aber ihr seht schon, Freunde, er hört langsam aber sicher wieder auf. Und jetzt gehen wir zu Toys R Us. Toys R Us. Und was wolltet ihr euch denn schon immer mal bei Toys R Us holen, was ihr noch nicht bekommen habt? Und ihr habt vielleicht gerade hinten schon den Toys R Us gerade gesehen, Freunde. Vielleicht habt ihr ihn gesehen, vielleicht auch nicht. Und das sieht immer so schlimm aus, wenn diese Teile hier unten sind. So, da gehen wir jetzt hin. Toys R Us. So, oh, Banks, du bist auch noch hier. Und da sehe ich das, Freunde. Das ist der neue Toys R Us. Toys R Us. Hier mit solchen... Oh, die wollten ja, glaube ich, Einkaufswegen benutzen. Kann ich damit auch fahren? Nee. Also, das sollen eigentlich solche Einkaufswegen zum Schieben sein. Und, wow, Freunde, wir gehen zum ersten Mal rein. Wow! Oh, hallo Willi, du siehst ja echt cool aus. Und der Laden ist auch toll, aber... Oh Gott, Freunde, ich bin das peinlich. Ich habe noch gar kein Geld dabei. Ich muss ganz kurz das zum Markt bringen. Das, für was habe ich denn sonst das Holz hier gerade abgesäbelt? So, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist mir jetzt unangenehm. Hoffentlich kauft es jemand. So, da ist der Markt, Freunde. Da habe ich auch diese eine Truhe, wo meine Mami mir mal ein Geschenk gegeben hat. So, perfekt. Hier, schnell das Holz reinlegen. Super duper fresh. Und jetzt gehen wir zurück zu Toys R Us. Das sah schon mal auf den ersten Blick richtig, richtig toll aus. So. Perfekt. Von der Willi, der scheint mir auch ein richtig netter Mann zu sein. Freundlicher Verkäufer. Ja. Ein Hase. Oh mein Gott, bist du süß. Ist das süß. So. Guck mal, was erstmal drin darf man nicht. So. Hallo Willi, ich bin Sünte. Hi. Ich wollte sagen, dass ihr den Laden richtig cool gebaut habt und ich liebend gerne, ja, hier auch mal öfters hinkommen würde. So, was sagt ihr denn dazu? Da du so nett bist, darfst du dir drei Sachen aussuchen, kostenlos. Danke, Willi, danke. Oh mein Gott, Freunde, wir haben die Wahl, uns drei Sachen von Toys R Us mitzunehmen, die wir wollen. Es gibt zum einen, Mann, wir gucken uns mal alles an und entscheiden dann zusammen. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr genommen hättet. Die Puppe, Tintenfisch, Huhn, Kuh oder Schwein. Dann haben wir hier so einen Clown, R2-D2, Karten. Ich werde auf jeden Fall ein Kartenset mitnehmen, Freunde. So, Kartenspiel, danke, Willi. Was haben wir hier? Eine Sandburg, Schach und Dings und... Das zählt ja bestimmt als eins. Dann nehme ich den Basketballkorb mit dem Basketball zusammen mit. Oh, Freunde, so eine Rutsche. Das wäre auch richtig cool. Das wäre richtig... Okay, Freunde, eine Rutsche wäre cool, so eine Wippe wäre cool, aber auch eine Schaukel... Oh Gott, Willi, was kannst du denn empfehlen? Okay, er sagt, Freunde, dass die Schaukel, dass man damit richtig hoch schwingen kann. Aber die Rutsche soll anscheinend auch mega sein. Oh, was haben wir denn hier links, Freunde? Ein Luftballon. Und hier haben wir noch Toys. Oh, einmal für Mädchen und einmal hier für uns. So. Da ist ein Teddybär. Aber ich glaube, Freunde, schreib mal, was du nehmen würdest. Würdest du die Schaukel oder die Rutsche nehmen? Ich glaube, Freunde, wir nehmen die Rutsche. Okay. So, Rutsche haben wir. Vielen lieben, lieben Dank, Willi, für die Gratis-Geschenke. Es hat mich mega gefreut. Oh Gott, Freunde. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Dann gehen wir jetzt mal zu uns nach Hause und stellen das alles hin. So, Rutsche. Und, oh, wir hatten hier das nicht zugebaut. Welcher Rüpel. So. Oh, bei Daniel waren wir auch schon lange nicht mehr. Bei dem können wir auch mal die nächsten Tage wieder vorbeischauen. Hi, Daniel. So. Moment. Hier. Wo haben wir es denn? Hier ist unser Häuschen, Freunde. Dann würde ich sagen, den Basketballkorb, wo können wir den denn hinstellen? So an die Tür vielleicht? So, und jetzt testen wir den direkt mal. So. Oh, das war jetzt aber... So, jetzt komm. Ja, Freunde, haben wir getroffen. Und zack. Woo, geilo. Okay, das Kartenset würde ich hier drauflegen, Freunde. Nicht, dass es auf der, dass man darauf was craftet, sondern wenn Freunde mal da sind, können wir da mit den spielen. Da weiß ich direkt, wo es liegt. Den Basketball lege ich mal hier drunter. Langsam nimmt unser Zimmer endlich Gestalt an, Freunde. Und die Rutsche, die stelle ich draußen hin. Vielleicht irgendwie hier hin oder so. Nee, hier in diesem kleinen Bereich. Da, ich glaube, dann werde ich mir einen Zaun hinmachen. Und dann wird das hier mein Garten, Freunde. Das machen wir in der nächsten Folge. Hier quasi einen Zaun hin. Dann ist das so mein kleiner Spielgarten. Ja, das wäre doch eine richtig coole Idee. Ah, Freunde, das war echt ein unglaublicher Tag. Ich gebe doch ganz kurz Alina Bescheid, was heute so passiert ist, dass sie das auch weiß. Und mir, die glaubt mir safe nicht. So, nee, hier ist Marvin. Ich wollte zu Alina. So, kurz klingeln. Hallo, Alina, bist du da? Vielleicht ist sie gerade irgendwie... Nochmal. Ah, ja, hi. Hi Alina, na, alles gut bei dir? Hast du schon den Toys R Us da hinten gesehen? Der hat einen Toys R Us. Oh,
Oh, du hast ja direkt die Kiste gekauft, oder? Ach so, die war auch schon da. Weißt du, was ich? Der Willi, den Verkäufer, den kennst du ja, ne? Der hat mir gesagt, ich darf mir 3 Sachen aussuchen und hat mir die geschenkt. Ich habe jetzt eine Rutsche, einen Basketball und einen Basketballkorb und ein Kartenspiel zum Kartenspielen. Du kannst gerne mal vorbeikommen zum Rutschen, zum Kartenspielen oder wenn du Lust hast, eine Runde Basketball zu spielen. Das war's schon, ist auch jetzt zu viel zu spät. Also, dann sehen wir uns morgen, Alina. Tschüss. So, Freunde, wir gehen ins Zimmer. Mal hier. Nein! Mein ganzes Essen ist weg. Oh Gott, bin ich doof, Freunde. Aber diese, das können wir wegmachen. Die ist fast kaputt. So. Dann würde ich sagen, Freunde, ich lege mich nach oben ab in die Haier. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mega freuen, wenn du ein Like da lassen würdest. Mach's gut. Bis zum nächsten Video. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn du es noch nicht getan hast. Und tschüss.